Ikea gehabt. Kann sein, dass ich heute noch richtig ein Privatkonzert abgebe. Meine Oma hat heute Grünkernfrikadellen gemacht, Digga. Mir ist die Rosette heute weggeflogen. Ist nicht normal, ich hab mich selber erschrocken. Digga. Ey, ich hab das voll unterschätzt, ne? Was meinst du? Das Streaming. Ich hätte gedacht, also bei meinem Submarathon damals war es 10.000 Mal einfacher als jetzt. Weil ich einfach auch die ganze Zeit so Real-Life-Sachen mache. Ich spiele ja nicht nur LP. Damals habe ich ja nur LP gespielt. Und jetzt, du machst die ganze Zeit dies, das und so. Das ist übertrieben schwer. Nee, Blitzer-App. Hab eh auf dem Weg hier den Arsch gerettet, Digga. Ja? Naja. Haben die kleinen Hurensöhne wieder einen Blitzer aufgestellt auf einer Autobahn, die gerade ist, wo nichts ist. Keiner, der nervt. 120er-Zone. Also ohne Blitzer-App wäre ich da bei 200 rein. Mein Dad muss den Führerschein abgeben. Ja? Lang auch. Ja. Ja, warum, Digga? Ich kann nicht verstehen, wie Leute ohne Blitzer-App leben. Ja, Breitenberg und mein Dad sind genau vom selben Blitzer gedings worden. Und die müssen, glaube ich, beide einen Monat abgeben. Hier auf dem Weg hierher? Nee, ich glaube, irgendwo in Hamburg auch. Aber Hamburg ist richtig schlimm, Digga. No joke, ohne Blitzer-App wäre mein Leben also zu Ende. Führerschein weg. Nein, einfach, ich werde nicht mehr weiterleben wollen. Okay. Nee, wirklich. Ohne Blitzer-App wäre mein Leben illegal, Bro. Glaubst du, der Paragraph auf dem Mittelfinger ist dafür, dass ich mich an alles halte? Oh, oder was ist das denn? Was? Ja, das Lied, da gibt es ein Dings-Video, da gibt es ein Ansage-Video von den ganzen Leuten. Von den ganzen Illuminaten-Leuten. Das hier? Ja. Weiß ich nicht. Dazu äußere ich mich nicht. Willst du Wasser? Nee. Wirklich nicht? Also, habt ihr zuckerfreien Red Bull? Ja, ich glaube schon. Oha, Ehrenmann. Ich glaube schon, ich weiß aber nicht. Oh, damn, boy! Der Junge hat so einen geilen Arsch, Mann. Ja, wir haben doch keinen zuckerfreien Red Bull. Ah. Wir haben normalen oder weißen? Scheiße, ich fahr wieder nach Hause. Ganz ehrlich, die Gastfreundschaft hier, Digga. Scheiß drauf. Nee, ich fahr gleich los wieder. Scheiß drauf, Digga. So ein zuckerfreien Monster Water. Nee. Ich war ein guter Stream. Tschüss. Ey, 35.000. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel wird, ne? Niemals. Ich hätte vielleicht gedacht, dass wir das so am Ende... Bei 50.000 esse ich ja einen Hotchip. Wieder. Und ab 100.000 diese übertrieben scharfen Pepperonis. Also da ist wirklich vorbei bei diesen Pepperonis. Da ist Abu sogar abgekackt. Ein Hotchip hat er gar nicht. Diese Pepperonis, die er mal gegessen hat im Stream. Ja, warte, ich zeig dir. Nee. Da pissen sie. Mach nur so einen Riecher. Und er hat Bart bekommen. Digga, das Ding, wie lange hat der jetzt gewachsen? Heute haben wir Dienstag. 5 Tage. 5 Tage. Willst du Jenga spielen? Jenga, ist das mit den Dings? Mit ja, den Klötzen? Aber ein Groß. Mach ich dich fertig. Du hast doch, Bruder, warum willst du die Blöße geben? Du hast doch gegen jeden hier verloren, sogar gegen Phoebe. Na, ja. Ja, und gegen Hugo hast du auch verloren. Nein. Doch, du musstest tanzen. Ach, stimmt. Ja. Gegen Hugo hab ich auch hast verloren. Du gegen irgendjemanden in Jenga schon gewonnen? Ja, das, nee, komm nicht. Nee, dann scheiß drauf, Digga. Ich hab auch keinen Bock, der Idiot zu sagen, als wo du als erstes gewinnst. Nee, eigentlich bin ich. Ich hab gegen Hugo vorher 3-mal gespielt und hab gewonnen. Vorher, ja, oder wie? Ja, aber das war bei dieser No-Food-Challenge. Vielleicht später. Digga, ich hab gerade gegessen, ich mach laut mein Schläfchen. Oh, Digga, es gab aber hier ganz schön. Ich fühle mich wie in der Wüste, Alter. Warum? Weil mein Mund so trocken ist und ich noch nichts zu trinken habe. Ja, Digga, ich kann dir normalen Red Bull anbieten, weißen Red Bull, Wasser, Sprudelwasser, Tomatensaft. Ich nehme zuckerfreien Red Bull. Ja, ich habe keinen zuckerfreien. Ja, dann haben wir ein Problem jetzt hier, ganz großes aber. Ey, yo, Alex! Nein, ich nehme einen weißen Red Bull, nämlich. Okay, ja, der ist King. Er wollte gerade so Alex rufen wie ich, Agatha. Alex, Deutsche Mr. Beast. Tonig, asynchron, kann ja nichts für. Das ist eigentlich mein Problem, Digga. Ich mach hier heute Lelle. Ich mach gar nichts. Was hast du getippt? Was soll ich damit? Gar nichts hab ich getippt. Ach so, warum gebe ich dir das? Ja, zeig mal her. Oh ja. Das ist so geil. Nee. Okay, warte kurz. Ton asynchron. Warte. Jetzt nicht aus, ne? Ne? Geht wieder? Ich glaube schon.
Digga, Abu wollte heute vorbeikommen. Geht nicht, weil Islam sonst alleine zu Hause wäre. Kommt denn nicht mit? Ah, wir haben morgen Schule. Und? Wäre sonst zu spät gewesen. Ach, die sind auch immer bis 12 wach, Mann. Ja, aber ich wollte gegen die Twister spielen. Twister? Dieses auf dem Brett so? Aber ist ja lustig geworden. Können wir auch spielen. Ja, okay. Aber, Haare schneiden. Digga, ich brauche nur eine Versicherung, dass du nicht extra reinscheißt. Nein, die kann ich dir nicht geben, Digga. Ja, okay, dann nicht. Du darfst alles an den Seiten machen, außer oben. Nee. Ben, musst du mir auch die künstlerische Freiheit geben? Ich bin ja der Künstler. Nein, du wirst... Wie, nee? Ich kenne dich doch, Digga. Du wirst mir eine Glatze schneiden. Nicht mal Glatze. Du wirst so außen und dann hier in der Mitte lassen. Auch mal auf was Neues einlassen, mein Süßen. Nein. Auf keinen Fall. Medi kommt auch morgen, stimmt. Dann habe ich Glück, dass ich heute gekommen, Digga. Was tippst du heute? Boah, der ist ganz schwer, Digga. Die spielen in City, in Manchester. Ja, boah, Digga, das ist... Also, ich sag ehrlich, mit einem 1-1 wäre ich echt schon happy, Digga. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Bayern-Fans. Ja, also, also, City ist krass, keine Frage. Aber Bayern ist auch krass, verstehst du? Ich hoffe einfach auf ein spannendes Spiel. Einfach ein spannendes Spiel, Digga. Ja. Oh. Wann darfst du essen? Oh, das Essen ist dann da. Bayern 2-0, 6-3, 2. Aber sagst du, der Marathon hier knallt so rein wie der Submarathon während der RP-Zeit, nee, ne? Also ich finde, wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich lieber wieder den Marathon machen von vorher. Ich meine aber auch jetzt ganz zahlentechnisch? Ja. Geldtechnisch und zahlentechnisch? Mhm. Geldtechnisch? Nein, ist ja klar, weil die spenden, weil die subben ja nicht, weil die machen ja, spenden das Geld ja. Mhm. Werbungtechnisch ist es dasselbe. Mhm. Aber zuschauertechnisch, wenn ich RP spiele, schauen auch so 8.000 bis 10.000 Leute zu. Also die Leute feiern wieder RP. Aber nicht so wie damals. Damals ist halt für uns alle anders gewesen, ne? RP-Zeit war schon, boah, Digga. War richtig, war auch übertrieben. Man hatte auch, Digga, weißt du, was ich so krass finde an dieser alten RP-Zeit? Man hatte so übertrieben, man wollte einfach online gehen. Man hatte so richtig Spaß. Du hast dich so gefreut, als du aufgewacht bist, hast du dich gefreut, online zu gehen. Das habe ich jetzt auch aktuell, Digga. Ja, mit CSGO. Auf jeden. Also das Gameplay technisch macht mir so Spaß, Digga. Wie viele Matchmaking-Runden? Hast du schon mal Matchmaking gespielt? Nee. Noch nicht eine Runde? Nee. Aber ich spiele viel Team Deathmatch und auch so, aber ich mache noch kein Matchmaking, also kein Ranked-mäßig, ne? Müssen wir machen. Ja, irgendwann. Erstmal brauche ich noch ein paar Waffen, Digga. Das heißt, so muss sein. Ey, ich habe gesehen, du hast 5K-Knife gezogen. Ja. Aber wie viel hast du drin? Weiß man das? Nee, nicht mehr. Ich habe es irgendwann deaktiviert. Was war das letzte Update? Profi. Was? Hätte ich vor 2 Jahren Arsch gegeben. Jetzt ungefähr so. Oh, warte mal, Digga. Digga! Ey, ich muss nah an meinen Mike, wenn ich RP spiele. Boah. Oh, das geht den ganzen Abend so. Danke, Oma, für die Grünkernfrikadellen. Die haben meinen Arsch heute zum Grinsen gemacht. Das ist illegal. Kann auch nichts machen, Bruder. Geht auch nicht anders. Ich muss raus. Bezahlt keine Miete. Boah, Digga! Mach mal Dings auf, Kipp. Nimm noch einen Zahnstocher mit Geschmack. Boah. Ich hab vorgewarnt. Mal den hier weg. Egal. Vertrau mir, das riecht jetzt besser. Riecht nicht. Wallabila nicht. Nein, riecht nicht. Na gut. Irgendwas gerade sagen, jetzt hast du komplett reingekackt. Da, wo der herkommt, sind noch ganz viele. Vertraut. Wir haben über RP geredet. Ach so, ja, weil ich Dings gesagt hab. Ach so, ja. Ah, ja. Boah. Was?
Hab ich gedacht. Ja, was soll ich sagen? Aber RP, also RP-Zeit war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Boah. Aber es ist immer so, wenn du anfangs RP zu. Oh, Digga, es war so geil immer. Für mich war es ja nochmal eine ganz andere Sicht, weil ich viel früher da war. Mhm. Und ich weiß noch damals, als Mika auf den Server gekommen ist, ich habe mich richtig abgefuckt, weil dann der Server immer gedidos wurde und wir konnten vorher immer clean drauf spielen. Mhm. Auf einmal kommt ein riesen Streamer rauf und wir dachten uns, Digga, fuck. Ja, da, aber gut, das war, als ich raufkommen war, wurde der auch immer, also aber ich habe es ja mitbekommen, noch als er gedidos worden ist. Das hat doch voll lang gedauert, Digga, einen Monat oder so, bis es gefixt war. Also, no disrespect, so an die Leute, die da verantwortlich waren, so ein Sparta und so. Aber die haben alle da viel zu spät die Gunst der Stunde genutzt. Da war der Hype schon wieder gefühlt vorbei. Man hätte, Digga, also als Server-Owner und ähnlich, Digga, die hätten da so einen Reibach mitmachen können. Mhm, true. Aber all das, was wir wollten, ist erst passiert, als wir alle schon keinen Bock mehr hatten, Digga. Ja, leider. Nee, ich hab aktuell eigentlich kein Interesse an RP, also da wieder reinzugehen. Ich hab gesehen, Rohat hat gerade irgendwie spielt auf dem Server, wo er irgendwie ein bisschen Werbung für macht oder so, ne? Wie heißt er nochmal? Nein, ist mein Server. Was? Ist mein Server. Wie, dein Server? Achso, ist Hobby? Nee, du hast doch mal auf dem anderen, hab ich auch geschrieben. Achso, ja, das ist nicht mein Server. Aber der sah eigentlich ganz gut aus. Ja, Majestic. Oder, der beste, oder nicht? Der ist der beste Server aller Zeiten. Nein, jetzt aber mal ernsthaft, im Vergleich zu Dings, Grand RP war das besser. Im Vergleich zu Grand RP, zu 100% besser, weil der Voice-Chat auch funktioniert. Ja, Grand RP war ja auch in Ordnung von der Performance, aber der Voice-Chat, Digga, habe ich so Nasenbluten bekommen. Der Voice-Chat hat richtig reingeknallt. Aber Majestic ist viel besser, finde ich auch. Majestic ist safe. Also, nee, weiß nicht, ob ich jetzt nochmal in RP reingehe oder nicht. Also erstmal finde ich, wenn man in RP reingeht, dann sollte man natürlich auch reingehen, richtig, ne? Du kannst ja nicht einmal die Woche RP spielen. Wenn du RP spielst, dann musst du gefühlt 90% oder 80% deines Hauptcontents muss RP wieder sein, damit du da auch eine Story dir aufbaust, einen Charakter und so. Hm. Weiß nicht. Für mich persönlich vom Bauchgefühl ist aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ist so. Na? Ich hab das auch voll lang gehabt. Ich weiß nicht, wie lange habe ich kein RP mehr gespielt? Ich glaube, ein halbes Jahr, mehr als ein Jahr. Hast du gesehen, was Dings jetzt macht? Bei TikTok wurden mir die Videos immer von Dings angeschaut, von Mahmoud, oder wie heißt der, Mohammed? Mahmoud, der macht so... Der macht so komische Videos, drei Digga. Lügen, eine Wahrheit oder so. Nein, der hat auch über Abo und so ein bisschen... über Dings auch, ja. Nicht ja. so gut geredet. Ja. Aber einfach blockiert. Ja. Nee, ich mach das... Ich verstehe nicht, warum mir das auch angezeigt wird. Ich sehe 4 Likes und mir wird es... Ja, yeah, ich habe einfach blockiert, weil ich keine Lust auf den Kram habe. Frontet immer, aber diese, also von den alten RP-Leuten sind so viele Leute komisch geworden. Generell, was die so für einen Weg geschlagen haben. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will jetzt auch niemanden einen Schuh anziehen. Das war ja in der RP-Zeit so auch so ein Penisvergleich. Abu war der krasseste, dann war irgendjemand anders wieder der krasseste auf dem Server und auch im Privat. Das war ja alles Kopfschmerzen. Aber ich sag dir ganz offen und ehrlich, Digga, no disrespect jetzt an Abu. Aber die Zeit, bevor Abu war, auf RP war unsere Prime. Mit hier, Dings, wie heißen die denn nochmal? Mit dem Moderator-Club, wie hießen die denn nochmal? Mit Jimmy. Wie hießen die nochmal? Wie hieß der Moderator-Club nochmal? Mann, wie hießen die nochmal? Ich hatte sogar immer... Lost MC, genau. Das war so eine geile Zeit, Digga. Auch Rick, ich weiß, du bist gerade im Chat, auch mit Rick die Zeit, wo wir dann bei dem Boxkampf waren, beim Lost MC und so. Das war so eine schöne Zeit mit RP, genau. Digga. Und... Ich will niemand jetzt einen Schuh, aber je mehr Leute auf den Server gekommen sind, je mehr Familien auf dem RP-Server waren, desto unangenehmer ist es geworden. Dann gab es Fitner außerhalb, dann sind Leute vom Server gegangen und irgendwie hatte der Server dann einfach nicht mehr den Vibe wie früher. So, überleg mal, Digga, ich bin morgens aufgewacht und hatte Bock, auf dem einfach nur durch die Stadt zu cruisen, meine Hip-Hop-Musik und einfach Graffiti zu sprühen. Ja, ja. Mit Pascal ALX-Gang. Digga, ja, Mann. Und dann durfte sogar Pascal seinen Namen nicht mehr dingsen. Da durfte Pascal seinen Namen nicht mehr sprayen, aber andere Leute durften ihren Namen am Pfiffelpack sprayen. Ja. ALX-Gang, genau. ALX-Gang, genau, so ist es. Timo war so krank. War so eine krank geile Zeit. Aber ich war da einfach 18. Wie alt bist du jetzt? 20. Wie alt ist Phoebe jetzt? Phoebus ist... 17 oder nicht, ne? Oder ja, ist sie auch schon 18 geworden? Die ist 17, glaube ich. Die Zeit verrennt, Digga. Du bist schon 20, Alter?
Ja. Ich werde jetzt auch mal 30. Ey, wie alt schätzt du ihn? Deutsche Mr. Beast? Ja, woher kenne ich den auch? Ja, wir haben es schon ein paar Mal. Activision meinst du? Ja. Nur Lauflauf im Voll. Hast du bei Activision gearbeitet, oder was? Wie alt schätze ich ihn? Wenn du mich so fragst, dann würde ich ihn auch Anfang 30 schätzen. Ja, sorry, ey. Ja, aber wenn du es nicht wissen würdest, der sieht aus, also Alex sieht aus wie 24. Ey, gut gehalten. Ich sehe halt auch nicht aus wie 35, Digga. Ey. So 4, 33. Ja, okay, scheiß drauf. Ich sehe aus wie Anfang 20, Bruder. So ein Ding ist das. Die Gesichtstattoos machen das bloß so. Mit Cap siehst du jung aus. Safe. Ja, ja, Chat, ihr seid wieder ganz witzig. Blablabla. Naja. Boah, ich hab so Hunger. Aber warte mal, wie lange noch? Bitcoin gestiegen, wichtig. Warte. Du hast doch früher auch einen YouTube-Kanal gehabt, oder nicht? Hey. Wie hieß der nochmal? Ja, hallo, natürlich, hallo, daher kenne ich dich. Daher kenne ich dich, Digga. Ja. Ah, ja, natürlich, du bist dann eigentlich auch ein Oldschool OG-COD-Spieler. Ja. Ja, Mann, daher kenne ich dich. Ja, du hast ja schon YouTube gemacht 2015, 2016. Ja. Ahrensburg, Alex, ja, daher kenne ich dich noch, Digga. 7 noch. 7 Minuten noch. 7 Minuten noch. Digga, okay. Ich bin jede. Also, ich glaube, das liegt doch am Fasten, dass mir das so schwer fällt. Ich sag ehrlich, die 20 Tage Stream vorher waren 10.000 Mal einfacher. Ich bin jetzt bei Woche 1 und ich merke, wenn ich pennen gehe, ich bin richtig kaputt. Ach so, wie die. Darf ich das K-Wort eigentlich sagen? Ich bin immer unschlüssig, ich bin ja selber Ausländer. Darf man, hast du Kanake? Ja. Ich juck's nicht. Na gut, dann sag ich's auch. Ich bin ja selber halb Türke, also darf ich auch das Wort sagen. Mach so wie die Kanaken bei uns aus der Hut an Buxtehude. Mhm. Und Bruder, bist du am Fasten? Oh, Digi krank, Bauchschmerzen, Tabletten. Die machen immer so ein Schummelpaket, Digga. Ja, das ist, aber du musst ja sowieso nachfasten, das bringt doch gar nichts. Die scheißen da drauf, Digga. Die scheißen da drauf. K-Wort-Pass, ja. Ja, ich empfinde. Dein Nachname ist sogar Dings, Iris. Also ist doch sogar türkisch, oder nicht? Ja. Ja. Ist türkischer Nachname. Kenn ich sogar. Ja, ist sogar eingedeutscht, der Name. Der würde normalerweise nicht Eris heißen, sondern Ergis. Ergis? Ergis. Nicht Eris? Nein. Ergis, okay. Und meine Mutter hat den absolut übertürkischen Namen. Wie heißt sie? Gülperi. Was? Gülperi. Gülperi? Ja, Gülperi. Gülperi Ergis. Was? Ja! Tschüss! Pisst euch, Alter, was soll die Scheiße? Ey, haben die wirklich Rettungsschwimmer-Dings angemacht, als du ja. Weißt du, das war kein Konzept da unten. Ist kein Konzept, der Wichser hier, oder was? Ja, ist der unten. Ja. Kein Konzept! Komm mal hoch. Der Bro ist auch am Fassen. Ja, hab ich noch nie gesehen. Wo? Vergessen. Hä? Wobei, Amar? Was? Habt ihr noch nie mal den gesehen, Junge? Was ist das für eine Scheiße, Junge? Doch. Diese Zeiten sagst du, wo man den YouTube-Kanal nicht mehr monetarisieren kann? Da haben wir auch drüber gesprochen. Wo? Ja, bei Amar. Habt ihr noch nie mal einen, Digga, so ein Fanboy? Mit Hugo hast du geredet, aber. Nein, weil ich habe mit so vielen Menschen in meinem Leben schon geredet, Digga. Ich kann mir jetzt alles nicht merken, Mann. Hungriger Hugo? Wie? Der war auch hier. Hungriger Hugo ist ein ganzen Süßen. Ja, ne? Er ist ja voll der Liebe. Auf jeden. Ich fühle ihn und seine Alte übelst. Ich finde, ich feier die voll ab, Mann. Ja, weil die so... Ich habe auch gesagt, wenn ich nicht Streamer wäre, würde ich so gerne das machen, was Hugo macht einfach. Er hat... Keine Ahnung, der ist voll entspannt, oder? Muss einfach seine Clips raussuchen und das Dings. Naja, klar, aber wenn... das stimmt. Oh, aber andererseits, wenn irgendwann nicht mehr der YouTube-Kanal erfolgreich ist, dann kann er als Person vielleicht, also weil er halt eher unbekannt ist, so, er hat jetzt ja keinen Personenhype oder sowas, so krass, weißt du? Aber ja, also an für sich ist schon geil. Aber ja. Ich glaube, das, was er macht, ist ja sozusagen zeitlos. Er kann ja immer die... Ja. Du weißt, YouTube ja. Manchmal, Digga, ich würde jetzt auch so... Keine Grüße an Chef Strobel für den billigen Raid mit 579 Zuschauern, Digga, verpiss dich, Junge, geier woanders. Er kommt heute noch vorbei. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Oh, nee, Digi.
Auf gar keinen Fall. Also, Chef Strobe, ich will dir mal den Sinn eines Raids erklären. Man raidet Leute, die es auch nötig haben. Also so Leute wie dich. Es klingelt schon wieder an der Tür, Mensch. Verfickte Scheiße, wer ist das? Ey, ist es mein Essen? Ey, das wäre so doof. Och nein, bitte. Verpiss dich, du Mann! Wir haben nichts bestellt! Digga, wir haben letztens eine halbe Stunde hier gelacht wegen dem Clip mit der Cap mit Fresh. Sag ehrlich, wie viele Tries hast du gebraucht, um den zu hitten? Weil du hast dir ja in deinem Kopf gedacht, das kommt Fresh, deswegen machst du das. Boah, Digga, manchmal klappt's direkt, manchmal nicht. Das war ja auch noch eine andere Zeit. Oh, ich war nicht beim Friseur, Mann. Warte mal. Guck mal bei mir. Manchmal. Ja, weiß ich nicht mehr, Digga. Ob es 10 Versuche waren. Das war ja auch noch eine andere Cap-Form, Digga. Ja. Der ist schwer. Mit der ist auf jeden Fall schwer. Ich muss den Scher ein bisschen so, oder? Ja. Boah. Ja. Weiß ich, ich kann dir nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Versuche. Das war, Digga, keine Ahnung, Mann. Vielleicht 10, vielleicht 20. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich hab deinen Endgegner sogar hier. Mein Endgegner? Ja. Wieso? Ist der Strobe schon da oder was? Guck mal. Diese Scheiße, Digga. Das Ding war so ein Pain in the Ass-Ding, Alter. Vor allen Dingen, weil er völlig random aussieht, als wenn ich schon mal Code genascht habe, Alter. Hast du schon mal Code genascht? Nein. Und habe ich auf den Tisch gehauen und ein Loch reingehauen. Ich hab für Breitenberg auch noch mitbestellt. Wo ist eigentlich Breitenberg, der Wichser? Keine Ahnung. Was wäre jetzt für dich, wenn du... Bruder, ich hab vor einer Dreiviertelstunde bei Subway mir ein fettes Menü gegönnt. Sag mal her, was ist das? Falafel so mäßig. Mhm. Ich sag so ein bisschen rein, ja. Vielleicht würde ich den Sneak Peek in den Modus machen, das einfach mit nach Hause nehmen für später, Digga. Ja, mach. Mhm. Dann geh ich vor allem mit Bonus nach Hause. Oh, hier ist noch Hühnchen. Was für Suppe? Ich hab so gutes Hunger, Alter. Bonus. Könnte ich mich rein theoretisch hier gesehen in Steam Packs? Weiß nicht. Es sind sehr, sehr viele Brüder von mir, die mitfasten, weißt du? Wieso, aber Fasten ist doch zu Ende. Ja, Bro, aber mach nicht. Lieber nicht. Ziehst du dieses Jahr wieder FIFA? Nein. Sagt Wallabila kein FIFA dieses Jahr? Wallabila kein FIFA Packs dieses Jahr. Okay. Hab's versucht. Ich komme überhaupt gar nicht drauf klar, dass du der Antwort Alex bist, Digga. Du bist voller Oldschool-COD-Hase. Ja? Nein, ehrlich, er war früher. Ich kann ihn 100% noch. Ich kann ihn auch nicht. Fett hat gesagt. Tatsächlich, ja. Ahrensburg Alex war damals auch einer von. Also ist auch ein COD-OG. Warte, seit wann bist du eigentlich Twitch-Partner? Wenn wir schon bei OG sind. Twitch-Partner? Ja. Also du meinst, seit wann ich halt, ja. Dieses Jahr im Dezember bin ich 10 Jahre Twitch-Partner. Müsste es aber ungefähr zum gleichen Zeitraum sein. New York Shooter OG? Naja, träum weiter. Um OG zu sein, muss man auch erstmal was erreichen. Nur Front. Tassos, dass du dich nicht schämst hier im Chat, du kleiner Hurensohn. Du schuldest mir noch 500 Euro, du Stück Dreck einer Fotze. Sag ich ehrlich, lass es sogar durchgehen. Weil das sind Sachen, die gehen nicht klar.
Seit einem, jetzt mindestens seit 4 Monaten. Und seitdem, er kommt dann immer, auch, Diggi, ich hab gedacht, wir wollen das so klären. Komischerweise, seitdem ist er nie wieder in meinem Chat gekommen. Er weiß ganz genau, dass er mir 500 Euro schuldet. Er kommt einfach, die 5... Ich dachte, ihr habt Schein gemacht. Nein, gar nichts hat er gemacht. Gar nichts. Es ist, dass du dich nicht schämst, Tassus, ehrlich. Dass du dich nicht schämst. Devin, dein Essen ist hier, ne? Nee, hab ich nicht seit 2 Monaten auf PayPal, Tassus. Das würde ich sehen, ich krieg eine Benachrichtigung. Ich hab so eine Reicheneinstellung. Ab 500 Euro krieg ich eine Benachrichtigung, vor unter nicht. Digga, mein PayPal wird in letzter Zeit jedes Mal gesperrt. Das ist nervig. Wie machst du das eigentlich mit Steam? Bei mir wird gar nichts gesperrt. Eigentlich nicht, ne. Also Tassus, jetzt mal, na, ohne Beleidigung und so. Du weißt, ich lieb dich, ich mag dich gerne, aber ich find's echt eine bodenlose, menschlich gesehen, und das mach ich jetzt nicht, also auf Dings, menschlich gesehen einfach enttäuschend, Digga. Wir haben eine Wette gemacht, okay, ich hab dich auch mal warten lassen, okay, tamam, kann ich verstehen. Aber so, wie du machst, ist unkorrekt und du kommst nicht mal mehr in meinen Chat. Du bist nicht mal mehr Chatter. Früher warst du jeden Tag, jeden Stream gefühlt auch am Start, hast deinen Senf dazugegeben, war es eine Bereicherung für den Chat. Hat sich ein bisschen beleidigt, hat Spaß gemacht, haha, hi. Und nur wegen 500 Euro kommst du einfach nicht mehr, Digga. Boah, ich muss ja... Willst du türkischen Milchreis? Nee, ich muss vor. Boah, ich will jetzt nicht... Oder? Ich halt zurück. Ja. Es gibt einen Mod von uns. Ja, warum kommst du denn nicht mehr? Warum kommst du sonst nicht mehr in den Chat, Tassus? Weil ich nur Hurensohn geworden bin? Okay, gut. Dann gib mir meine 500 Euro, fahr zur Hölle, du Hurensohn. Ich schaue doch zu, nur schreibe ich nicht in den Chat. Ja, weil du weißt, ganz genau weißt, wenn du einmal in den Chat bei mir schreiben würdest, dass ich sofort sagen würde, wo sind meine 500 Euro? So wie jetzt. Ich gebe dir Streamverbot, Digga. Oh, Mann. Weil du darfst nirgendwo mehr zu sehen sein, Digga. Glaub mir. Twitch-Verbot kriegt der Wichser. Mhm. Okay, wir machen es so. Ey, ja, und Diggi. Nimm schon mal, ne, falls du eine Cap auf hast, wahrscheinlich nicht, Digga. Vielleicht zieht's aber unter der Brücke, ich weiß nicht. So, du hältst jetzt deine Stern in die Kamera, Tassus. Ich mache jetzt einen Call, Digga. Ich mache jetzt einen Call. Und wenn du den nicht einhältst, dann bist du offiziell der größte Fotzenknecht aus Fotzenknechthausen, der seine eigene Mutters Arschloch gewichst hat. Nicht lachen. Hörst du zu? Ich scheiß auf die 500 Euro von dir. Die will ich nicht in meine Tasche, die spendest du hier bei Rohat im Stream. Oha. Das ist eine Ansage. Oh Gott, das ist eine Ehrenansage. Wollen wir mal gucken, wir werden es ja sehen. Aber ich schreibe easy. Ja, ja, easy, ja, okay. Du hältst mich auf dem Laufenden, ob die 500 Euro von Tassus kommen oder nicht. Mhm, hier. Macht mal einmal F5. Nicht jetzt, er hat ja Zeit. Ja, ja. Er hat ja noch Zeit. Und du Stück Scheiße, Tassus, ohne Scheiße, ich wünsche dir wirklich nur das Schlechteste. Du bist ein spielsüchtiger Nuttensohn, genauso wie ich. Und dass ich meine 500 Euro nicht bekommen habe. Und du weißt ganz genau, ich wollte dir 500 Euro, um einen Schein zu spielen, dass du mir nicht mal diesen einen 500-Euro-Schein gönnst. Ich gönne dir nur das Schlechteste. Inshallah kommt kein Wettschein dieses Jahr mehr bei dir. Dortmund steigt ab. Und du steigst noch weiter ab, nämlich von der Brücke, von der Pennerbrücke in, keine Ahnung, Alter, zur Hölle. Das geht zu weit. Nee, das geht nicht zu weit. Also ich sag, guck mal, ich hab gewettet. Ich bin unparteiisch, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin unparteiisch. Auf Scheine zu gehen ist nochmal so ein anderes Thema. Nee, nein. Ich sag dir ganz, also über ein Jahr lang ist krass. Mach wenigstens eine Woche. Nee, du, ach, ich geb dir 2 Minuten, das zurückzunehmen. Ich scheiß auf dich, Tassus. Was willst du machen? Komm her. Ich bin zornig. Ich bin sauer. Chat, ich bin sauer. Ich habe mit ihm eine ehrenvolle Wette gemacht. Oh, Kamera hängt oder was ist das? Da, hier OBS. Keine Ahnung. Regie!
Kein Konzept, Mann! Was ist das? Ja, dann komm! Alex? Warum geht die vernutzte Camp? Bruder, ich wollte doch einfach nur Iftar essen, Digga. Weil Tassos Auge geschmissen hat. Das ist Tassos seine Schuld. Oh. Noten Scheiße. Hey, könnt ihr nicht einmal die Cam switchen? Wo ist denn die Cam? Die ist doch gar nicht drin. Wo ist sie denn? Hier. Mülltechnik. Nee, wir haben noch da Cam. Sonst switch erstmal die Cam, Alex. Das ist der. Hast du geschrieben? Timeout bekommen hat er. Hast du einen Schein gemacht für heute? Nee. Wie denn? Ich kriege ja kein Geld von den Leuten, die mir schulden. Ich hätte heute gern 500-Euro-Schein gemacht, aber gewisse Leute lösen die Schulden ja nicht ein. Spielst du noch viel? Was meinst du jetzt? Casino oder Tipico? Tipico? Nee, aktuell, Digga, habe ich neues Hobby. CSGO, sagst du? Mhm. Warum geht die Kamera denn nicht, Digga? Alex! Ja, man muss doch die Kamera hier zum Laufen bekommen. Aber ich glaube, das ist einfach wegen den 7 Tagen. Was? Ich glaube, das ist gerade wegen den 7 Tagen. Kann nicht sein, dass die einfach nicht funktioniert. Deaktivieren? Hab ich schon. Ja, Mann, was ist das für eine scheiß Maus, Junge? Digga, ich komme mit der Maus nicht klar, was du machen. Hallo Maus. Oh. Das ist Dings. Weg! Gott, Digga. Kann man so Stress schieben. Test 1, 2, 3. Och, Digga. Alex? Die mal arbeiten hier oder was machen sie? Kevin! Was? Ja, Scheiß auf Post? Ja, ich wollte gerade sagen, was hat Priorität? Blackscreen oder Post? Keiner hilft hier. Also abschließend sage ich dir so, wie es ist, dass ich bin einfach nur menschlich gesehen enttäuscht von dir, Digga. Ich hab über Wochen nicht gefragt, Digga, und du hast nicht einmal von dir aus das mal gegönnt. Finde ich echt unkorrekt, Digga, sag ich dir ganz offen und ehrlich. Nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung, Digga. Finde ich einfach nicht in Ordnung, Digga. Ja, ja, Tassos, das sind alle, nee, alles gut, ist in Ordnung, alles gut. Alles gut. Man sieht uns. Was? Man sieht uns, oder? Oh, 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 oh. Was denn? Cam ist an und man sieht Champions League. Mach mal meinen Streamer. Bei meinem OBS sieht man das nicht. Ich sehe das nicht, wie, Digga. Wer ist denn hier gebannt? Oben rechts. Mach mal die Cam so weg, dass du. Ja. So sieht man nichts. Okay. Also, ich sag so, Tassos, das ist Quatsch mit Soße, Digga. Was hat er gesagt? Ja, andere Leute haben mir das verboten und so. Du laufst scheiße, Digga. Was ist denn verboten? Ja, meine Schulden zu bezahlen, weil ich dir noch. Ich hab dich auch mal warten lassen, aber noch nie so lange und auf so respektlos, Digga. Mhm. Mute. Da vorne ist mein.
Da geht's, Mike. Mach mal Test, Test. Hallo, Test, Test. Test. Hört man uns jetzt oder nicht? Kein Ton. Kein Ton. Test, ja, Test, jo. Ja, jo. Nö. Nö, geht. Geht. Passt. Passt. Warum ist denn euer OBS auch schwarz? Weil die Cam nicht funktioniert, mein Junge. Hä? Ja, die Cam nicht. Digga, wieso ist das eigentlich so kalt hier in der Bude, Mann? Ja, ne? Das ist arschkalt, Alter. Mach mal den Kamin an. Ich sag jedes Mal, dass es mir kalt ist. Wir hängen mit T-Shirts. Die Heizung geht nicht. Digga, deine Cam ist ripped, glaube ich. Öffnet. Aber das hat doch immer funktioniert. Müssen wir jetzt die ganze Zeit, während wir hier auf dem Sofa sind, auf dem Mikrofon hergehen? Achso. Ich wollte gerade sagen. Da bin ich hier hinten in meinem Hub. Das letzte Mal, dass ich gekommen bin. Ja, ehrlich, ja. Ne? Ehrlich, ne? Devin ist schuld. Irgendwie mal Auge geschmissen. Tassos war das. Devin. Bitte mal den PC. Ja. Seit wir mit Tassos geredet, über Tassos geredet haben, funktioniert nichts mehr. Er hat ein ganz böses Auge geschmissen in unsere Richtung. Ich will auch keinen Schein mehr machen in der nächsten Zukunft. Nee, ich spiele auch nicht. Mein Ergebnistipp? Ganz ehrlich, auch wenn du Bayern. Also nur vom Fußballtechnischen her. Ich sag 1-1. Ja? Ja, 1-1. Aber wieso, du hast den 30-Tage-Stream nicht, also den nicht bei dir gemacht, weil du da nicht so gut Gäste und so empfangen kannst? Auch ja. Voll schwer. Geht die Kamera wieder? Ja. Das ist voll schwer. Und hier habe ich auch einen riesen Garten und so, weißt du, kann ich mittags voll viel machen. Wie ist dein Schlafrhythmus? Boah, Digga, momentan Schlafrhythmus gefährlich. So halb vier, viertel vor vier pennen. Hm. War? Normalerweise nie bei dir. Nee, momentan ist ja so eine Stunde verzögert. Aber ich stehe halt immer trotzdem gleiche Zeit auf, ne? 10.22 Uhr. Naja, egal wie lange ich. Ich stehe im Stream mal 10.23 Uhr auf. Das ist eine Lüge, du stehst nie im Stream so früh auf. Also stehe ich auf. Die letzten zwei Tage habe ich weitergepennt, weil ich irgendwie nicht krank geschlagen habe. Habt ihr Ansteck-Mikes? Könnt ihr jetzt hier mit vorne sitzen? Nee, erst in einer halben Stunde. Und Mario Götze? Gomez ist das, Digga. Mario Gomez, nicht, Digga. Mario Götze ist ja respektlos. Wie Bild drauf? Ja, Bro, das ist auf der, Norman. Sind wir einfach in Bangkok? Ja, Mann. Willst du auch mal hin? Nee. Danke nicht. Sonst knallt's. Das ist ja nicht mal Spaß bei dir, ne?
Nee, ist kein Spaß. Digga, es ist arschkalt hier in der Bude, sag ich dir ganz ehrlich. Also wirklich. Was habt ihr gelöhnt für einen Monat hier für die Bude? 20? 21. Ernsthaft? Ja. Für einen Monat? Ja. Mit welcher Berechnung? Also warum? Hast du es auch noch? Die haben gesagt, die haben eine 1 GB Leitung. Oh, ich muss furzen. Bruder, auf Respekt mache ich. So. Weil der Bruder hier gerade am Essen ist, bin ich abgehauen. Wieso? Also, hä? Wie kann das denn sein? 20.000 Euro Miete für einen Monat? Also, dafür kannst du den Traumvilla auf Malle mieten. Ja, ne? Ist doch voll wer hat das denn abgesegnet hier? Musste. Ich wollte halt in Hamburg machen. Es gibt nichts anderes in Hamburg. Die machen so den Reibach ihres Lebens, Digga. Aber draußen ist auch noch krass. Voll viel. Guck mal raus. Ja, ich hab's schon gesehen, aber. Aber Bruder, ein Zwanni? Weiß ich jetzt nicht. Also 20.000 finde ich respektlos. Hast du Ancheck, mein Alex? Nee, bitte. Ja, ich merke das schon, Digga. Kein Konzept unten am Wichsen. Pennt ihr hier alle dann zu dritt in der Bude immer die ganze Zeit, oder was? Das an, Bro. Kannst du links? Was soll ich mit Breinbeck, dem Wichser? Der streamt selber noch, glaube ich. So ein Wichser, Junge. Ich habe ihm gesagt, bei 19 Uhr hier. Guckt ihr euch an. Spielt Breinbeck noch, Chat? So, deiner ist auch schon an, dem kannst du dir ranklicken. Ja, schieb noch, Digga. Gut. Das ist weg. Ja. Müsste eigentlich gehen. Digga, ich wollte nur einmal kurz meine Ruhe haben, Bro. Einmal kurz einfach meine Ruhe haben, um zu essen. Können wir jetzt keinen Fußball-Sound haben? Doch. Sound dürfen wir ein bisschen spielen, was? Ich glaube sogar, das hört man nicht bei den Mics. Das kann gut sein, ja, weiß ich nicht. Ja. Weil, wenn ich rede, hört man dich ja auch nicht. Oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich hoffe nicht. Haben wir eine Fernbedienung? Mach mal so ein bisschen laut und guck mal, ob man das hört. Ich komme nicht auf die Dings klar, Digga. Aufs Essen? Nein, auf den Preis hier, Digga. Ja, geil kann. Aber es gibt nichts anderes. Wirklich. Ich habe 2 Monate vorher geguckt. Deutschland ist crazy. Ausland kannst du nächstes machen. Das ist einfacher, glaube ich. Aha. Im Internet, ja. Kannst du auch bessere Funkverbindung kriegen, wenn du unterwegs bist. Überall, Internettechnik ist überall besser. Wo ist mein iPad für Chat hier? Ja, geil. Ja, so eine Chaos-Truppe hier, Digga. Wirklich. Ja, aber guck mal, du musst auch wissen, die sind den ganzen Tag hier, Digga. Die Rede kommt ja durch. Das ist alles wirklich krass. Und heute ist einer auch gegangen, Ranger. Ranger ist heute gegangen. Der ist normalerweise auch hier. Warum ist er gegangen heute? Bock mehr. Nein. Warum? Warum ist er gegangen? Weiß ich nicht. Nee, Digga, ich bin weg. Ciao. Nein, er wollte, er muss einen Tag auf seine Katzen aufpassen oder so. Ja, das stimmt. Ja. Ah. Normalerweise ist Ranger auch hier, aber.
Mach mal auf, bitte. €400-Hülle, by the way. Und so respektlos ist die. Was ist das? Apple. Das ist so mit Tastatur, oder was? Ja. Ja. Die Hülle ist doch ganz cool. Ja, aber €500 oder so. Das ist das Original von iPhone. Apple, ja, ich glaube schon. Ist doch voll also, geil. Ja, aber voll teuer. Muss ich mir auch bestellen. Ich habe auch so ein iPad, aber selbst mit der Tastatur ist voll geil. Da. Ja. Das ist ein Muss. Gibt es den bei Amazon? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, welche Größe ich habe. Das muss ich dann erstmal checken. Also mein Call. City 2.0. Ach, never ever. Kann man nicht sagen. Können ja alle Tipps nochmal sagen. Monte sagt 1-1. Also, nee, warte mal. Ich soll, wenn ich, warte mal. Ich sag 2-0 Bayern. Was? 2-0 Bayern. Das ist respektlos. Ja, Digga, das ist ja 10-mal unwahrscheinlicher als meins. Egal. Scheiß ich drauf. Digga, wenn der hittet, 2-0 Bayern, mache ich einen Tag länger. Das wäre ein geisteskrankes Spiel, Digga. Ja, Mann. Ich sag so, wenn zur Halbzeit Bayern 2-0 fahre ich mal nach 2-0 Bayern hinten am Feiner Hause schlafen. Dann gehe ich noch in den Stream Packs öffnen. Ja, aber ich komm nicht auf Breitenberg klar, ne, der Wichser. Weißt du, drauf ich nicht klarkomme, Digga? Was? Auf 20.000 Euro Miete und so eine beschissene Couch. Hä, Digga, nimm doch dieses Ding. Was machst du denn mit diesem scheiß Kissen? Wieso? Ja, das gehört doch sogar dazu. Tipp 3. Ja. 2-0 Bayern. Arschkalt hier in der Bude, Mann. Digga, der ist respektlos kalt hier, Alter. Ja, und er läuft hier in kurze Hose mit Badelatsch, als wenn wir auf Malta sind. Digga, so respektlos. Ich frage jetzt, wo Breitenberg dieser Respektlose bleibt. Abo und Breitenberg heulen mich die ganze Zeit voll, dass ich hier vorbeikommen soll. Jetzt bin ich hier, jetzt sind die nicht hier. Wollen wir mich verarschen oder was? Hier. Das Chat. Ich will mal bei Amazon gucken. Wie dieses Ding hier. Wie heißt das? Das Amazon. Amazon. Diese Hülle. Chat, wie heißt die Hülle? Die Hülle. Ja. Die Dings, iPad-Hülle mit diesen. Wo ist mein Mikrofon hier, ey? Magic-Tastatur oder so heißt das. Breitenberg, wohin mit dir? Kommst du heute noch? Ich meinte euch heute lieber Stream eigentlich. Was? Was? Ich hab dir gesagt, spätestens um 19 Uhr. Ja, aber Bruder, ich hab 3 Tage nicht gestreamt und ich hab 3 Tage bei dir verbracht. Ich habe einen Tag jetzt diese Woche gestreamt. Weißt du, was wir in den letzten 7 Tagen? Deswegen. Scheiße, aber leg auf. Ja, da komm. Jetzt komm unbedingt, dann fahre ich jetzt los. Ja, komm. Ja, okay, bis gleich. Ja, Bruder, du tust so, als wenn ich dich zwingen würde. Dann komm nicht, Idiot. Du zwingst mich, du Wichser. Ja, dann scheiß drauf, komm nicht. Hä? Scheiß auf dich. Hilf dich, Breitenberg. Ich weiß. Hey, dann füllen wir noch 100 Zapf, Digga. Ich komm dir abholen. Absolut. Bleib zu Hause, Digga. Es ist mir noch ein letztes eingefallen. Die will ich noch ab. Aus Amsterdam da. Ich komm vorbei. Und jetzt nach Tastos im Chat. Ja, das ist gleich. Ja, ist mir egal. Halte. So ein Idiot, tut euch nicht gezwungen. Warte mal ganz kurz. Apple Magic Keyboard für das 11er iPad Pro.
vierte Generation. Und das iPad Air, fünfte Generation. Digga, was für Generation? Ich will einfach nur eine Tastatur. Welches iPad, welche iPad-Größe hast du denn? 27 Zoll. Was ist das? 17 Zoll? Nee, kann nicht sein. So wie deins. Ist es 15 Zoll? Nein, 12. 12? Ja. Maximal, oder? Kenn ich mich nicht so aus. Weiß ich nicht mehr. Niemals. Ich habe Danny gefragt, ob er hierher kommen kann. Keine Antwort. Hat nicht mal gehört. Hat nicht mal meine Memo gehört. War wahrscheinlich nicht mal auf WhatsApp. So ein Wichser. Weiß ich jetzt nicht. Welches iPad habe ich mir dann bestellt? Ich muss mal kurz in meine Bestellung gucken. Meine Bestellung verfolgen und verwalten. Das war Safe Chat sogar. Was? Für ein iPad du hast. Nee, das glaube ich nicht, Digga. Letzten. Wie? Bilder. Wann habe ich mir das dann gekauft? 2021? Chat, weiß help. Apple. Guck doch, iCloud, stimmt. Geh bei dein Handy auf iCloud. Wie? Auf dein Handy iCloud. iCloud. Habe ich nicht. iCloud Synchronisierung? Aber was meinst du jetzt? Chat meinte iCloud, aber auf iCloud sieht man eigentlich alle Geräte. Also das ist safe. Okay. iCloud, ja, ich bin auf iCloud. Jetzt steht hier iCloud Plus. Chat? Accountspeicher verwalten. Wo ist? Stimmt, es gibt noch so eine. Ah. Wo ist der? I von Marcel. Ich habe hier. Digga, das ist respektlos. Ich habe hier zwei iPhones drin: AirPods Max, AirPods Pro, Mr. Fister, AirPods Pro 2, AirPods Pro, AirPods Pro. Get on my level sind AirPods. Get on my Malta, auch AirPods. Aber kein Dings drin. Ich habe hier kein. Kein iPad? Kein iPad. Da hast du dein iPad einen anderen Account. Ich habe mich damit gar nicht angemeldet mit der Scheiße, glaube ich, auf dem iPad, Digga. Ja, dann ist vorbei. Ich habe mir sogar Wii Sports geholt. Das ist nice, ja. Ah, hier, iPad Pro. Da sehe ich es doch, iPad Pro. Steht wie viel Zoll und so? iPad Pro, Modell iPad Pro, Version iPad OS 14.6. Was ist das, Chat? Help. Ich habe auf jeden Fall das Größte bestellt. 12,9 müsste das sein, ja? 12,9, aber 2 Jahre kein Update, wieso, wie kommst du da drauf? Wegen der Version? Ich benutze das iPad entweder, um wenn ich im Urlaub in mir einen runterzuholen, oder, das war's. Du hast ein iPad, um dem Dings einen runterzuholen. Nee, wofür habe ich mir das iPad überhaupt geholt? Ich weiß. Casino. Genau, ich habe mir das iPad geholt, damit ich im Garten Casino-Streams gucken kann. Im Sommer. Dafür habe ich es mir und bestellt. Und selber spielen kannst. Auch, ja. Sagst du, die Magic-Hülle lohnt sich jetzt? Ja, safe call. Magic Keyboard. Also brauche ich für iPod was? Was ist jetzt knallt's? Ich bin immer noch nicht weiter. Jetzt 12,7 Zoll oder wie die Scheiße heißt. Aber welches brauche ich dann? Keyboard für 11. Generation oder 4. Generation für das 11er.
iPad, für das 11er iPad Pro 4. Generation. Das passt doch, oder nicht? Was für 4. Generation? Keine Ahnung, nö. Weiß ich nicht. Boah, jetzt habe ich so Bauchschmerzen wieder. Boah. Ich kauf's einfach, kostet doch nur. Digga. Oh. Wieso kostet Deutsch 339 und Arabisch 369? Ich fühle mich diskriminiert. Also will Amazon mir damit sagen, dass Deutsch weniger wert ist als Arabisch? Elf ist das Kleine, okay. Dann gucke ich nochmal nach dem anderen. Oh, Alter. Ich brauche dann für das 12.9, ne? Wieder zu viel gegessen. Oh. Okay, weiß oder schwarz? Schwarz. 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 Safe schwarz. 100%. So. Devin, hast du dein Essen immer noch nicht geholt? Was? Digga, bist du hängen geblieben, Devin? Das ist nur für uns jetzt. Digga, ich hab 30 Mal deinen Namen gerufen. Komm mal. Oh, wer ist das denn, Junge? Weiß ich nicht. Mal ein bisschen Fidschi-Wasser kaufen. Fidschi. Oh, nee, Digga. Oh, nee, jetzt quasi. Oh, Mann, ey, da hab ich ja gar keinen Bock drauf, Digga. Ich geh direkt pissen, Digga. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf, Junge. Kannst du mit jemandem allein schön, ich verpiss mich. Nee, ich werde auch nicht Hand geben. Vielleicht will er was essen, biet ihm was an, Bro. Auf gar keinen Fall, Digga. Ey, ich muss direkt kacken. Das ist eigentlich krass, ne? Geht das überhaupt? Oder ist es, weil ich vorher kacken musste? Keine Ahnung, Bruder. Pitschi Wasser. Oh, Digga, mein Bauch, Alter. Oh. Ui, jetzt mag ich Chefstrufe. Ein Feinchen. Was geht ab? Okay. Alles klar? Ich glaub, Digga. Das geht, alles klar. Ja. Wie heißt der, Rocky? Rocky, komm mal hierher, mach mal ein Hoppychen. Ja, mach mal ein Hoppy. Ja, so viele Leute, ja? Ja. Rocky. Geht's doch, Junge? Was geht ab? Hm? Rocky, komm doch her hier. Hä? Ja, also. Was geht, Alter? Hast du Rocky mitgenommen, Mann? Ja, der ist bei mir jetzt gerade die ganze Zeit. Wieso? Weil meine Ex-Freundin im Urlaub ist. Mhm. Und ich habe ja noch keine richtige Wohnung, ne? Aber es war halt übel verschickt, dass ihr hier in der Nähe seid. Also schau ich auch vorbei. Das ist chillig, ja, das stimmt. Wie lange bist du hergefahren? 11 Minuten. 11 Minuten? Ja. Wie lange bist du hierher gefahren? Also ich? Ja. Ich bin gefahren so ein 35er ungefähr. Boah. Ey, Digga, ich habe so viel gegessen, dass ich jetzt Bauchschmerzen habe. Ach, hat er nicht gerade Lifte? Ja, deswegen. Es ist jedes Mal dasselbe. Okay. Kann der Skills? Ja, ein bisschen. Was kann er? Kann er so Backflip und so? Nee, das nicht, aber er kann ein Foto geben, wenn du willst. Okay. Wer bist du denn, du Feinchen, ja? Komm mal, sitz. Komm mal hier. Okay, mach mal sitz. Sitz. Ui, Pote. Ein Feinchen. Pote. Ah, das Ganze ist eine Pote. Ui. Andere Pote. Gut gemacht. Das war der Trick mit links-rechts Hand einfach. Ja, also ich sag immer, Pote, andere Pote. Da kann auch Platz. Und wenn du Peng machst, dann werde ich das hier auch mal aufnehmen. Wer bist du denn, Rockychen, hä? Wer bist du denn, mein Feinchen? Bist du größer als ich? Wer bist du denn, Diggerchen? Hallo? Ja, was ist denn, mein Digger, hä?
Bist du so ein treu dover Labrador? Ja, ja, ja. Also wenn du fressen hast, dann geht er direkt mit dir mit. Wenn er was? Wenn du zu fressen hast und sagst, er soll mit dir mitkommen, dann bin ich egal. Kannst du uns, weiß ich nicht, was er gerne isst.